Das Tier errege die Lage an den südlichen Grenzen, so die Gefahr eines Iran-Krieges bei der russischen Militärspitze tiefe Besorgnis. Der einzige Weg, die westliche Aggression zu stoppen, sei eine direkte und unmittelbare militärische Aktion. Sind sich Russland und China laut einem Bericht der EU Times einig. Einer neuen Analyse zufolge könnten die Drohungen durchaus ernst zu nehmen sein. So soll China laut einem Bericht der britischen Zeitung Daily Mail etwa 3000 Atomsprengköpfe besitzen, statt der bisher angenommenen 80 bis 400. Russland habe sogar 8000 Atomsprengköpfe und die USA 5000. Darüber hinaus existiere seit einigen Jahren ein sogenannter Beistandspakt zwischen dem Iran und Syrien, weshalb ein Krieg gegen eines der Länder das andere automatisch mit in den Konflikt ziehen würde. China sowie Russland sind den Aussagen der genannten Offiziellen zufolge demnach geneigt, in einem Syrien-Überfall zu intervenieren, was dann sicherlich den Dritten Weltkrieg bedeuten würde. Bleibt für uns Weltbürger nur zu hoffen, dass alles ganz anders kommt. Weltbürger. So, there have been extraordinary scenes in Berlin tonight as thousands of people gathered to hear Barack Obama deliver key foreign policy speech on his current European tour. The Democratic presidential hopeful laid out his vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. A fellow citizen of the world. A fellow citizen of the world. His vision for America's place in a new world order, saying he was speaking as a proud citizen of the United States and a fellow citizen of the world. Bleibt für uns Weltbürger nur zu hoffen, dass alles ganz anders kommt. Yes, there have been differences between America and Europe. No doubt there will be differences in the future. But the burdens of global citizenship, the burdens of global citizenship, the burdens of global citizenship continue to bind us together. Was wir brauchen ist globale Netzdemokratie, kollektiver Konsumverzicht, dass wir Wissen dahingehend teilen, indem wir den Globus in eine Netzdemokratie verwandeln.